Herzlich willkommen, Mechkrieger-Anwärter, Atomisten, zu unserer ersten Folge, dem Testing Ground. Ich bin euer White Hunter und ich werde euch dann ein bisschen über die Bedienoberfläche begleiten und dann wollen wir auch schon mal gleich anfangen. So, erst einmal Dankeschön an die Tamar Media Company für dieses wunderbare Intro. Und dann schon erstmal die erste Frage gleich an das Publikum. Was ist MechWarrior Online? Ja. Und da das Ganze jetzt hier nicht interaktiv ist, werde ich die Frage selbst beantworten. Und zwar, MechWarrior Online ist eine Mech-Simulation aus dem Battletech-Universum. Hergestellt, produziert wird das von PGI, gepublished von IGP. Und in diesem Spiel geht es hauptsächlich darum, zwei Teams, die gegeneinander antreten und im klassischen Deathmatch wie Deathmatch mit einer Base und Conquest mit Punkteeroberung um den Sieg kämpfen. Und dann wollen wir auch erstmal ins Eingemachte gehen. Erst einmal Account erstellen, Client downloaden, installieren, patchen, sollte kein Problem sein. Das solltet ihr auch ohne mich schaffen. Dann kommen wir erstmal zur weiteren Oberfläche. Hier haben wir gleich oben als erstes den Select-Mech-Button. Klicken wir einmal drauf und dann sehen wir all unsere Mechs, die wir in dem Filter Owned, also im Besitz, sehen können. Wenn wir auf diesen Filter klicken, gelangen wir in einem ausfallenden Dropdown-Menü, in dem wir in Besitz, also Owned, bzw. Purchasable, also kaufbar, wechseln können. Wenn wir in Purchasable wechseln, dann kriegen wir eine gigantische Liste von Mechs, die Monat für Monat immer wieder erweitert wird, um ein bis zwei Mechs. Um halt diese Ansichten ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, haben wir hier an der Seite, den Select Mech, einen weiteren Baum mit Buttons. Da können wir nach Gewichtsklassen sortieren lassen, von Light, Medium, Heavy, Assault, dann noch die speziellen Champion Mechs, und die noch spezielleren und natürlich auch teureren Hero Mechs. Die Champion und die Hero Mechs könnt ihr nur mit sogenannten Mech Warrior Credits kaufen. Die könnt ihr euch wiederum nur in Tausch gegen echtes, hartes Geld, das auf eurem Bankkonto liegt, eintauschen. So, nun drücken wir unseren Home-Button, gelangen wieder zurück auf das Hauptmenü und klicken dann auf Inventory. Im Inventory finden wir alle unsere Mechs, die wir besitzen, die Weapon Systems, die nicht eingebaut sind, das Equipment, was ebenfalls nicht eingebaut ist und auch die Module, die sich in keinem Mech befinden. So, in diesem Sinne drücken wir jetzt erstmal mal Back und schauen uns die Achievements an. Wie jedes gute Spiel besitzt auch MechWarrior Online Achievements, mit denen wir ein bisschen Credits, Erfahrungspunkte, so wie auch den einen oder anderen wunderbaren Titel freischalten könnt, wie hier Titel Rewarded, Giant Helper, die werden allerdings noch nicht angezeigt, wird dann in der nächsten Zukunft wahrscheinlich folgen. Drücken wir wieder auf Back und dann haben wir hier die Statistics. Die Statistics, wenn ihr draufklickt, fragt da, ob ihr euren Webbrowser öffnen wollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt tun und wenn nicht, dann lasst es auch sein. Redeem Code passiert dasselbe bei den Statistics. Ihr gelangt in beiden Fällen bei Redeem Code wie auch bei Statistics auf die MWO Merc Seite. Jetzt kommen wir zu den Testing Grounds. Ein sehr wichtiger Teil des Home Menü. Hier könnt ihr jede Karte in jeder Variation, die von PGI entwickelt wurde, ansehen. Und könnt ihr so eine Karte auswählen, dann drückt ihr auf OK und er lädt dann die Karte mit den jeweiligen ausgesuchten Mech. Es ist eine sehr praktische Funktion, in dieser könnt ihr euren Mech ausprobieren, den ihr jetzt erstellt habt. Ihr könnt die Hitzemanagement austesten, zu gucken, wie funktioniert der Mech auf einer sehr heißen Karte, wie funktioniert er auf einer sehr kühlen Karte, wie schnell ist der Mech. Ihr könnt da ein bisschen rumspielen, euch ein bisschen bewegen, könnt euch auch die Karten genauer ansehen, um zu wissen, wo kann man nur längs laufen, wo könnte man sich verstecken,
Halt solche Dinge sind sehr praktisch. Kann ich nur wärmstens empfehlen, Testing Grounds als erstes anzuschauen, bevor ihr in einen richtigen Match einsteigt mit euren neuen Mech. Dann kommen wir zu den Tutorials. Tutorials ist in diesem Fall ein bisschen falsch. Ist Mehrzahl, ist eigentlich nur ein Tutorial. Kann ich euch allerdings nur wärmstens empfehlen, das als erstes zu spielen. Und dann werden wir weitersehen. So, nun gehen wir in das MechLab rein und sehen wir sind wieder im Select Mech-Menü. Hier suchen wir uns jetzt ein Mech aus. Ich nehme mal hier meinen schönen Atlanten und drücke auch mal auf Configure. Hier sehen wir jetzt einmal den Mech hier. Wunderbar, sehr schön, sehr groß, wunderbare Farben übrigens. Und dann haben wir hier auch wieder jede Menge Buttons. Und fangen wir mal an mit Loadout. Im Loadout können wir unseren Mech komplett ausstatten, vom Kopf bis zum Fuß. Wobei es hier einfach ein paar Slots gibt, die ihr nicht ausbauen könnt, weil die einfach zum Mech dazugehören. Und Dinge, die ihr jederzeit verändern könnt. Und wieder hinzufügen. Selbe gilt für jeden anderen Teil. Eures Mechs aber zur Konfiguration eines Mechs kommen wir dann später in einem anderen Testing Ground. Dann haben wir hier die Module. Die Module schaltet ihr über die Skills frei. Dazu komme ich dann gleich später. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit Hilfe von Modulen zum Beispiel die Reichweite eurer Waffen zu erhöhen, wobei die natürlich dann auch mehr Wärme erzeugen. Kann je nachdem sehr praktisch, aber auch negativ sein. Das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Dann habt ihr hier weitere sehr praktische Module. Advanced Zoom, wenn ihr snipern wollt, könnt ihr wesentlich näher heranzoomen an den Gegner. 360 Grad Target Retention, ja, Retention. Hier könnt ihr halt einen Feind um euch herum, egal ob er jetzt hinter euch oder vor euch steht, anvisieren, behalten. Das ist vor allen Dingen für Leute, die gerne die SRMs-Streak-Variante sehr gerne benutzen, also die Zielaufschaltung benötigen. Dann haben wir hier einen Capture Accelerator für, wenn ihr Punkte erobern wollt, vor allen Dingen für den Conquest-Bereich, ein sogenanntes Must-Have-Modul. Improved Gyros. Und nein, das ist jetzt nichts zu essen. Es bedeutet einfach nur, dass euer Screen Shake, also bei Aufschlagen von Waffen oder Raketen, euer Mech sich nicht ganz so stark hin und her bewegt. Also er wird nicht ganz so stark durchgeschüttelt. Hill Climb ist ein Modul, mit dem ihr größere Steigungen überwinden könnt. Meiner Meinung nach ein relativ nutzloses Modul. Aber naja, anscheinend benutzen das trotzdem einige. Advanced Seismic Sensor, beziehungsweise normale Seismic Sensor, ist auch eine sehr praktische Sache. Ihr braucht nicht immer einen Mech sehen, um zu wissen, dass er da ist. Der Seismic Sensor analysiert praktisch die Gehbewegungen eines Mechs und weiß, plipp, da ist ein Gegner. Advanced Sensor Range, beziehungsweise Sensor Range, erhöht eure Sensorrate, wie man sieht, an der Seite um bis zu 25%. Ist für Scouts sehr praktisch. Dann noch Artillery Strike oder Priorität Artillery Strike. Dort findet ihr, mit denen könnt ihr einen Artillery Strike hervorrufen und der schlägt ein und macht auch Schaden. Dasselbe gilt für Airstrike, bloß der Unterschied zwischen einem Arty Strike und einem Airstrike ist, ein Arty Strike greift in einem bestimmten Radius an, ein Airstrike in einer Linie. Und haben wir hier auch noch die jeweiligen Module, die die Genauigkeit erhöhen. Und dann noch hier ein Target Decay, damit könnt ihr Ziele länger aufschalten. Auch wenn sie nicht in eurer Sicht sind oder in der Sicht eines anderen, euch befreundeten Mechs, verbündeten Mechs. Target Info Gathering, auch ein sehr praktisches Modul,
Damit könnt ihr vor allen Dingen als Scout wesentlich schneller erfassen, mit was für Mechs man es zu tun hat und dann dementsprechend auch diese Meldung weitergeben kann. UAV, auch eine sehr gute Sache, die klickt ihr einfach aus und die sammelt Informationen und schickt sie ans gesamte Team in einem bestimmten Radius. Ja, und hier die ganzen Weapon bzw. Reichweitenmodule erhöhen jeweils die Reichweite der jeweiligen Waffe, also Medium Laser, was haben wir hier? SRM, SRM4, AC2, Machine Guns und sogar vom AMS. So, und dann klicken wir wieder auf Back, 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 Back und gelangen zu den Upgrades. In den Upgrades könnt ihr noch zusätzliche Verbesserungen in euren Mech einbauen, aber das ist auch ein Teil. Wenn wir uns in den Loadout bzw. unseren ersten Mech kaufen und ihn ausrüsten werden. Also auf der Becky, dann auf Camo-Spec. Ja, Camo-Spec, damit könnt ihr euren Mech noch weiter individualisieren, ihn bemalen. Allerdings ist die ganze Sache auch nicht ganz günstig. Wie ihr euch denken könnt, will PGI dafür ein bisschen Geld haben. Ist auch in Ordnung, die Jungs müssen auch irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Cockpit, auch wieder hier bei den Farben, könnt ihr für harte Euros Geld ausgeben und euren Mech auf irgendeine Art und Weise verschönern. Weapon Groups. Sind wir hier durch. Weapon Groups, hier könnt ihr eure Waffengruppen erstellen. Und das ist ein großer Unterschied gegenüber anderen Shootern oder Simulationen. Hauptsächlich Shootern spreche ich hier. Ist ganz einfach. Ihr habt keine Taste, indem ihr eure Waffen einfach wechselt. Nein, die Waffen sind in euren Mech, wie ihr seht, vordefiniert, an welchen Stellen sie eingebaut werden können. Ihr könnt natürlich alle Waffen gleichzeitig auslösen, macht aber wenig Sinn. Denn jede Waffe besitzt ihre eigene Hitzeskala, ihre eigene Damage-Skala und natürlich auch ihre eigene Cooldown. Damit ihr auch effektiv in eurem Mech kämpfen könnt, müsst ihr diese dann auch berücksichtigen und halt die Waffengruppen so erstellen, dass ihr nicht in die Bredouille kommt, wenn es gerade richtig heiß wird. Klickt auf Cancel. Rename Mech. Könnt ihr euren Mech umbenennen, wie ihr gerade wollt. Strip Mech hat im entferntesten Sinn mit einem Strip zu tun, also nicht eine nackte Frau, die plötzlich auftaucht, sondern ihr macht euren Mech nackig. Also ihr könnt die Panzerung absetzen, die Module könnt ihr rausholen und auch das Equipment. Mit dem Equipment ist allerdings nicht nur die Nicht-Waffen gemeint, sondern auch die Waffen selber. So, dann kommen wir noch zu allerletzt auf die Skills. Klicken wir mal auf die Skills und sehen auch wieder, ja, jede Menge Sachen. Erst einmal zu den Mech-Trees. In den Mech-Trees suchen wir aber mal hier die Banshee raus. Na, muss das runterscrollen. Haben wir hier die Banshees. Wir brauchen von jeder Variante eines Mechs bis zu maximal 3 Stück, um die komplett durchzuskillen. Gehen wir hier auf den Banshee drauf. Und da sehen wir, ich habe hier schon sehr viel freigeschaltet. Es gibt einmal die sogenannten Basic Skills, die könnt ihr bei jedem Mech einzeln freischalten. Diese müsst ihr dann allerdings dreimal haben. Also, ihr müsst diese Banshee haben, dann müsst ihr diese Banshee haben und diese Banshee haben oder auch hier die 3M Banshee, in denen ihr alle die Basics freigeschaltet haben müsst. Maximal mindestens 3 Stück müsst ihr sie haben. Erst dann könnt ihr auf Elite skillen. Und dasselbe auch hier. Hier müsst ihr in 3 verschiedenen Mechs der Banshee-Klasse Elite komplett freigeschaltet haben, um ein Master freizuschalten. In diesem Fall haben wir hier einen Modul-Slot, das wir uns sogar freischalten können, zufälligerweise. Ha! Meister der Planung. Klicken wir auf Unlock.
Er fragt uns, wollen wir wirklich? Wir sagen ja. Und schon haben wir den freigeschaltet. Dann noch eins zur Sache, wenn ihr in drei Mech-Varianten die Elite freigeschaltet habt, kriegt ihr einen Effektivmultiplikator. Dieser Effektivmultiplikator bezieht sich dann auf die Basics. Das heißt, Anchor Turn, anstatt euch nur 5% zu bewegen, könnt ihr euch plötzlich 10% schneller bewegen. Nehmen wir auch Back. Und das habt ihr natürlich auch für jede Mech-Klasse, die wir hier in diesem Spiel haben. Dann gehen wir auf Pallet Trees. Und hier sehen wir die Dinge, die man in einem Pallet Tree im Piloten selber freischalten könnte. Hier kommen wir dann wieder zurück auf die Module. Denn die Module müsst ihr zuerst unter Skills, wie schon vorhin eingangs erwähnt, erst freischalten, bevor ihr sie in euren Mech als Modul einbauen könnt. Ich habe jetzt hier unter den Capture Accelerator, den Advanced Sensor Range, den Advanced Seismic Sensor, dann den Advanced Zoom und die Advanced Target Decay. So, Advanced heißt es deswegen, weil es gibt zwei Stufen von dem jetzt hier. Also es gibt einmal den normalen Target Decay und den Advanced Target Decay. Die sind auch nicht ganz billig. Wenn man hier so mal guckt, Hillclimb 15.000. Wie gesagt, Hillclimb ist ein relativ nutzloses Modul und irgendwie, ja, dafür irgendwas auszugeben lohnt sich nicht. Es ist halt seine eigene Sache, was man als erstes freischaltet. Und das hängt auch vom eigenen Spielstil ab. So, Back, und damit sind wir auch schon durch. Unglaublicherweise. Also dann, viel Spaß, Dankeschön, dass ihr hier wart, und wir sehen uns auch auf dem Schlachtfeld, Mechkrieger.